Jedes Mal, wenn ich so Schlagzeilen lese, dann triggert mich das. Der fremde Osten. Ostdeutschland ist irgendwie ein Sonderfall. Warum sind die Ostdeutschen so krawallig? Wie rechts ist der Osten? Der Osten bleibt anders. Und das Zeug zum Klassiker hat ja der Spiegeltitel. So ist er, der Ossi. Genau. Der Ostdeutsche, das seltsame Tierchen. Das ist es doch, was bei all diesen Überschriften immer irgendwie mitschwingt. Die sind irgendwie anders, irgendwie komisch, diese Ostdeutschen. Ich bin selbst im Osten geboren und deshalb geht mir das auch wahnsinnig auf den Keks. Und noch mehr nervt mich, dass die Politik seit 30 Jahren keinen Umgang mit uns, den Ostdeutschen, findet. Wenn ich Bundeskanzler bin, dann wird Ostdeutschland ganz oben auf der Tagesordnung der deutschen Politik stehen. Wow, habt ihr das gehört? Nach 30 Jahren macht die SPD den Osten zur Chefsache. Ja, und auch Armin Laschet hat gerade sein Herz für den Osten neu entdeckt. Auch als Kanzlerkandidat interessiert mich ganz besonders der Osten und die Probleme, die die Menschen in diesem Teil Deutschlands haben. Interessiert mich auch. Also öffnen wir stilecht eine Tüte Knusperflocken und gucken wir uns den Problemfall Ost mal zusammen an. Aber warum ist der Politik denn eigentlich gerade der Osten so wichtig? Es ist ja Bundestagswahl. Könnte es sein, dass die Wahl im Osten entschieden wird? Ich bin Christiane Hübscher, ich bin Korrespondentin im ZDF Hauptstadtstudio und ein alter Wahlkampfspruch, der geht ja so. Man kann die Wahl in Ostdeutschland vielleicht nicht gewinnen, aber... Man kann sie da verlieren. Das hat man ja schon gesehen. Helmut Kohl und Gerhard Schröder haben das ja schon mal gezeigt. Das war Michael Kellner. Das ist der Wahlkampfleiter der Grünen. Und das sagt er zwar so nicht im Interview, aber natürlich haben die Grünen im Osten gerade ein Problem. Genau wie übrigens die Linke. Früher mal die Ostpartei, aber gerade in Sachsen-Anhalt wieder ordentlich abgeschmiert. Sie haben recht, dass die Linke es im Osten schwierig hat, tatsächlich alte Wahlergebnisse zu erreichen. Der Osten ist natürlich noch ein ganz besonderes Pflaster. Heißes Pflaster Ostdeutschland. Nur 15% aller Wahlberechtigten leben hier. Aber die können eben am Ende entscheidend sein. Hier sind meine Top 3 der Gründe, warum. Es geht schon mal damit los, dass alle drei Kanzlerkandidaten eine Westbiografie haben. Und zwei von ihnen haben das gleiche Problem. Sie kommen nicht besonders gut an im Osten. Hier, schaut mal aufs Politbarometer. Armin Laschet und Annalena Baerbock werden im Westen eher für kanzlertauglich gehalten als im Osten. Nur Olaf Scholz bekommt im Osten ein bisschen mehr Zustimmung. Und das, obwohl Baerbock ja schon lange in Brandenburg lebt, hier sogar um ein Direktmandat mit Scholz konkurriert. Und trotzdem muss sie sich fragen lassen, kann sie Osten? Die AfD wiederum fährt im Osten regelmäßig Erfolge von über 20% ein. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz heißt der, geboren in Sachsen von der CDU, der hat ja kürzlich gesagt in einem Interview, viele Ostdeutsche seien eben immer noch diktatursozialisiert und würden deshalb so gerne AfD wählen. Was dann gefolgt ist, habt ihr vielleicht mitbekommen, war ein ordentlicher Shitstorm. Sogar die Kanzlerin hat mehrfach angerufen, sagt mir Wanderwitz. Ja, aber was mich schon beeindruckt hat, er ist stehen geblieben in diesem Sturm. Er ist nicht eingeknickt und er bleibt bei seiner Aussage, auch bei mir im Interview. War Ihnen nicht klar, wie vermint dieses Gelände ist? Doch, natürlich war mir das klar. Und deswegen führe ich diese Debatte ja auch, seit ich Beauftragter für die neuen Bundesländer bin, noch ein bisschen intensiver als vorweg, weil ich das sozusagen als Teil meines Auftrages empfinde. Ich habe auch noch mal intensiv darüber nachgedacht, was kann man denn lernen aus so einem Umstand, wo man viel Kritik, aber auch viel Zuspruch bekommt, wo man also so einen Aufreger produziert hat, wo es emotional wird. Mir ist aber immer noch kein besseres Wort als diktatursozialisiert eingefallen. Klar, sagt Wanderwitz, die Rechten sind auch andernorts in Europa auf dem Vormarsch. Aber er vergleiche eben nur innerhalb Deutschlands. Und da habe ich halt die Situation, dass natürlich in Baden-Württemberg mehr Menschen AfD wählen als in Brandenburg. Aber eben nur in absoluten Zahlen, weil in Baden-Württemberg leben auch viel mehr Menschen. Also müssen wir auf die prozentualen Zahlen gucken. Und da haben wir halt einen dramatischen Ost-West-Unterschied. Und der besorgt mich. Und deswegen rede ich den nicht schön oder weg, sondern rede halt drüber. Auch wenn es weh tut. Wanderwitz hat recht. Die Debatte muss geführt werden. Aber ich glaube ja, es gibt noch ganz viele andere Gründe, warum Menschen im Osten anders wählen oder nicht wählen. Das hat auch mit uns, mit den Medien zu tun. Ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen. Wenn sowas passiert wie der Anschlag in Halle, dann heißt es immer ganz schnell, ach, der Osten wieder. Aber wenn sowas passiert wie in Hanau, dann fragt interessanterweise niemand, was läuft denn da im Westen falsch? Geht schon mal damit los, dass es ganz oft heißt, der Osten. Ich meine, als gäbe es irgendwie 11 westdeutsche Bundesländer und den Osten.
Ich meine, was soll das denn sein? Der Osten. So, dazu rufen wir mal im Westen an, bei Mandy Tröger. Sie ist Medienforscherin in München und Ostdeutsche, also quasi doppelt qualifiziert für den Job. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Dann legen wir mal direkt los. Was sagen Sie denn, woran liegt das denn, dass Ostdeutschland immer noch so ein bisschen wie fernes Ausland beschrieben wird in den Medien? Ja, es gibt immer wieder Studien, die zeigen, dass also auf quasi höherer Ebene, auf Chefredakteursebene und so weiter, es vor allem Westdeutsche sind in ganz Deutschland und Ostdeutsche da unterrepräsentiert sind. Und das hat eben auch Konsequenzen in der Berichterstattung. Das merkt man an zum Beispiel an den Landtagswahlen. Wenn es dann heißt, der Osten hat gewählt, wenn es Wahlen gäbe in Rheinland-Pfalz, würde man nie sagen, Westdeutschland oder die Bundesrepublik hat gewählt. Ja, das ist halt ganz typisch für Berichterstattung. Und man sieht das in der Bebilderung, man sieht es auch in der Sprache. Ja, ja, das macht sich ja auch in der Bildsprache bemerkbar. Ne? Wenn es irgendwie um den Osten geht, was zeigen wir da? Oft noch ein Trabi oder ein Plattenbau. Und das ist natürlich voll das 90er-Jahre-Klischee. Apropos, ich las neulich auch, dass im Osten die überregionalen westdeutschen Zeitungen wie Spiegel und Zeit und so weiter, dass sie da kaum Abos verkaufen, richtig? Genau. Und es wird jetzt negativ. Also es wird quasi gegen Ostdeutsche gewandt und gesagt, warum lest ihr keine Zeitungen? Es heißt ja nicht, dass sie keine Zeitungen lesen. Sie lesen nur keine überregionalen Zeitungen, die vor allem aus Westdeutschland kommen, die aber quasi die Vielfalt, die es in Ostdeutschland gibt, gar nicht abbilden. So, und Sie sagen jetzt, dass Leute, die sich nicht wiederfinden in der Berichterstattung, dass die dann eben AfD wählen könnten? Ist es wirklich so einfach? Ja, also wir gucken gerne auf die AfD und eben auch auf den Osten und sagen ihr, ja, und sehen aber gar nicht, dass wir ja quasi erstmal überhaupt die Plattform dafür bieten. Also die AfD hat nur eine Chance, weil verschiedene Narrative einfach aus dem deutschen Diskurs rausfallen. Die AfD setzt genau dort an, wie sie argumentiert, wie die Wahlplakate funktionieren. Also es gibt einen Grund, warum die immer wieder auf 89-90 zurückbeziehen und sagen, wir vollenden die Wende. Das kann so nur funktionieren, weil es halt eine Lücke gibt, die nicht nur Schuld der Medien ist. Die Medien sind nicht schuld, aber die Medien sind ein Ausdruck eines größeren sozialpolitischen Problems. Interessanter Gedanke, das nehmen wir mit. Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss nach München. Danke, ciao. Ja, da gibt es also offensichtlich in vielen westdeutschen Medien immer noch einen großen blinden Fleck in der ostdeutschen Berichterstattung. Und genau diesen Umstand macht sich die AfD anscheinend zunutze. Wenn ihr mehr wissen wollt über diese massenmediale Problemzone Ost, dann habe ich euch die gleichnamige Studie hier unten nochmal abgelegt. Vor kurzem hat der ostdeutsche Schriftsteller Ingo Schulze den Dresdner Kunstpreis bekommen. Und dazu hat er dann eine, wie ich finde, spektakuläre Dankesrede gehalten. Der hat mal so richtig ausgeholt. Hier ist ein Ausschnitt. Und trotzdem bleibt die Ungleichheit zwischen Ost und West skandalös. Heute gibt es kein Land in Europa, in dem einer Bevölkerung so wenig an Grund und Boden, an Immobilien und an Betrieben gehört wie den Ostdeutschen im Osten Deutschlands. Keine Bevölkerung, die dort, wo sie lebt, so wenige Führungsposten innehat wie die Ostdeutschen, sei es in den Betrieben, in den Medien, den Verwaltungen, den Banken, beim Militär und der Polizei oder an den Gerichten und Universitäten. Es stimmt alles. Ihr habt die Zahlen tausendmal gehört. Ich selber habe schon so oft drüber berichtet. Von 133 Abteilungsleitern aller Bundesministerien sind nur 4 aus dem Osten. Im Kanzleramt gibt es keinen einzigen ostdeutschen Top-Beamten in der obersten Verwaltungsebene. Ja, und seit Franziska Giffeys Abgang gibt es auch keine einzige Ministerin, keinen einzigen Minister mehr mit Ostbiografie im Bundeskabinett. Da sagt jetzt die Regierung, okay, wir verlegen einfach ein paar mehr Bundesbehörden in den Osten. Gut, haben sie gemacht, wie zum Beispiel das Umweltbundesamt nach Dessau. 7 sind es inzwischen schon von fast 70. Und was lese ich dann? Alle Bundesbehörden im Osten werden von Westdeutschen geleitet. Das ist doch Mist. So war es nicht gemeint. Aber ich hätte auch eine Idee. Habe ich dem Ostbeauftragten Marco Wanderwitz auch gleich mal präsentiert. Würde es nicht mehr helfen, wenn wir in der nächsten Bundesregierung 3 Minister aus dem Osten hätten? Weil die dann nämlich die ostdeutsche Perspektive
qua Geburt einfach mal mit an den Kabinettstisch bringen? Selbstverständlich wird es Ministerinnen und Minister aus den neuen Ländern geben müssen. Ist jeder Koalitionär gut beraten, das abzubilden. Ob er selbst gerne Minister werden würde, das konnte ich leider aus Marco Wanderwitz in diesem Interview nicht rauskriegen. Aber sein Chef, Armin Laschet, der weiß offensichtlich, dass er an den Ostdeutschen nicht mehr vorbeikommt. Ich finde, dieses Kabinett, das ich dann zu bilden die Absicht habe, sollte paritätisch besetzt sein, mit Männern und Frauen. Und es muss natürlich auch Ost und West vertreten sein und nicht nur Nordrhein-Westfalen. Die grüne Kanzlerkandidatin, Frau Baerbock, habe ich das neulich auch mal gefragt auf einer Pressekonferenz. Hier, schaut mal rein. Frau Hübscher hat die nächste Frage, bitte. Ja, hallo Frau Baerbock. Wenn Sie die Chance hätten, ein Kabinett zu bilden, inwiefern würden Sie ostdeutsche Minister beteiligen und würden Sie sich da selbst eine Quote verordnen? Naja, und dann kommt da halt so eine Politikerinnen-Antwort. Es ist überhaupt nicht meine Sache, bevor eine Wahl gelaufen ist, bevor Wählerinnen und Wähler entschieden haben, über Posten zu sprechen, sondern das findet dann statt, wenn in unserer schönen Demokratie Wählerinnen und Wähler gesagt hat, wer überhaupt Verhandlungen miteinander führen soll. Fassen wir unsere drei Punkte nochmal zusammen. Wir haben erstens mindestens zwei Kanzlerkandidaten aus dem Westen, die im Osten noch nicht so richtig zünden. Wir haben zweitens eine westdeutsch geprägte Medienlandschaft, in der sich Ostdeutsche immer noch nicht so richtig wiederfinden. Und drittens, Ostdeutsche bleiben strukturell immer noch benachteiligt. Also, Beteiligung, 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 das ist der Schlüssel. Und zurück zu unserer Ausgangsfrage. Über die Hälfte der Ostdeutschen weiß noch gar nicht, wen sie wählen soll im September. Kann also gut sein, dass diese Wahl wieder im Osten entschieden wird. Und ihr wisst ja, zumindest verlieren kann man sie hier. So, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gerne liken, abonnieren, weiterempfehlen. Und wenn ihr jetzt Zeit habt, schaut einfach weiter. Tolle Inside-Politics-Videos von meinen Kollegen haben wir hier verlinkt. Ich sag danke und tschüss. Und wo sind jetzt eigentlich die Knusperflocken?